jetzt wirklich gezeigt? Nein! Ja! In Dortmund begrüßen wir Mats Hummels. Hallo Mats. Ich bin Fußballer und heute grätsche ich einen Thomas vom Platz. Aus München dabei Thomas Müller. Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Danke. Mats, weißt du eigentlich, wie viele Jahre Thomas 2023 dann am Stück bei den Bayern gespielt hat? 2009 bist du hoch, oder? Da hast du uns hier in Dortmund einmal schon deinen ersten Profivertrag ging los im Sommer 2009, ja. Und das du? Beim Film Thomas, weißt du, wie viele Bundesliga-Jahre Mats schon auf dem Buckel hat eigentlich? Ja, der ist ja schon in der Bundesliga, da war ich ja noch in der Kinderkrippe. Hat ihn der Hermann Gerland da schon hochgepusht. 2007, ha? Richtig stark. Mann. Hey! Das war's zum Warmwerden. Ich werde dich hier, aber ich muss mal. Oh. Oh, jetzt geht's los. Komm ich zu Spiel 1. Wird schon scharf geschossen. Kam. Ja. Ihr legt ein Kartenspiel mit 32 Karten auf den Flaschenhals einer Wasserflasche. Wer innerhalb einer Minute die meisten Karten des Kartenspiels vom Flaschenhals pustet, hat gewonnen. Mindestens eine Karte muss aber liegen bleiben. Wer also alle Karten runterpustet, hat sofort verloren. Safety first. Ja, alles klar. 3, 2, 1, los. Ich war kurz vorm. Ich wollte zu viel. Ich glaube, es hätte schon gereicht. Ja, ich nehme den Punkt mit, ich höre auf zu pusten. Ja, alles gut. Das fühlt sich schon gut an. Ich muss sagen, ich sehe mich auch schon den restlichen Tag zu Hause einfach nur Karten pusten. Zweites Spiel. Wir suchen alle deutschen Meister ab 1963. Nacheinander sagt jeder einen. Jeder Club darf nur einmal genannt werden. 12 Meister gab es. Mats beginnt. Ja, komm. Dann machen wir erstmal die beiden weg. Dortmund. Werder Bremen. Bayern. Wolfsburg. VfB Stuttgart. Kaiserslautern. Borussia Mönchengladbach. Hamburger SV. 1860 München. 5 Sekunden hast du noch. Nürnberg. Oh, sehr gut. Nein, wirklich? Es sind noch 2 übrig. Oh Gott. Ich gehe mal mit dem ersten FC Köln. Ja, ein Meister gibt es noch. Oh, das ist jetzt die Frage, wann die Schalker dran waren. Noch 5 Sekunden, jetzt müssen wir... Schalke! Ja, die sind's nicht! Die sind's nicht! Wer wär's noch? Eintracht Braunschweig. Ah ja, okay. Ja, die hätte ich als nächstes gesagt. Dann geht's weiter mit dem dritten Spiel. Es ist schon ein Matchballspiel. Die stille Minute. Da habe ich schon verloren. Ihr müsst mit geschlossenen Augen aufstehen und nacheinander eine Minute abschätzen. Dabei kann der Spielende vom Gegenüber abgelenkt und angesprochen werden. Thomas stellt sich noch kurz einen Timer. Nee, das machen wir ohne. Haben wir im Gefühl. Die Minute läuft ab jetzt. Also Thomas, zählst du jetzt innerlich die Sekunden mit wahrscheinlich, oder? Daumen hoch, super. Ein Daumen, zwei Daumen, drei Daumen. Das ist so meine Eselsbrücke immer, wenn ich Sekunden zählen möchte. Aber das kennst du ja alles. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dich ablenken muss. Ich glaube, das kannst du eh nicht wirklich. Es sind so, wenn du es jetzt hochrechnest, so in einem Trainingsspiel, eine Minute wären so 3 bis 4 Ballverluste von dir gewesen, glaube ich immer. Das ist ungefähr im Kopf hast. Und natürlich aber auch 2 schöne Tore. Oder 2 Tore. Schöne Tore. Schießt du alle Jubeljahre mal. Halbe Minute. Ja, fühlt sich gut an, auch von meiner Seite aus. Ich drück dir jetzt die Daumen, dass du richtig liegst. Du machst es irgendwie besonders toll und besonnen. Das ist wirklich geil, was da gerade vor sich geht in deinem Köpfchen. So, ich glaube, jetzt sind es noch so 3-4 Sekunden. Dann würde ich aber ganz schnell die Augen wieder aufmachen. 42,
20, 14, 33. 5 Sekunden 34, noch. Wieder 33. Stopp! Na, schauen wir mal. So. Ich bin in Kampfposition. Die Minute beginnt ab jetzt. Ich lasse dich erstmal ein bisschen in Sicherheit. Safety first, ich setze mal nochmal die Brille auf. Ah ja. Also ich würde an deiner Stelle, normalerweise zählt man, also entweder zählt man zu schnell oder zu langsam, ist ja klar. Und entweder bist du der eine Typ oder der andere. Also ich zähle immer zu langsam. Ich habe bis 50 gezählt, also bis 53 und dann habe ich Stopp gesagt. Wenn du jetzt aber der andere Typ bist, musst du bis 1 Minute 7. Also kannst du entscheiden. Aber du bist ja eigentlich für deine Gedankenschnelligkeit bekannt. Also bist du eher zu schnell sein. Fertig. Was? Das war viel zu schnell. Meinst du? Also ich sage, ich war zu langsam. Also ich habe 1 Minute 10 gehabt und der Mats 49 Sekunden. Mats erst. 1:04. Boah. Ja, dann war ich ja viel zu lang. Und Thomas 1:24. Ja! Ja, viel zu lang, mein Gott. Ich hab's gut verkauft. Also Jungs, 3-0 für Mats. Thomas, du kannst ihn nicht mehr einholen, aber wir ziehen es natürlich. Kann nicht mehr gewinnen, einholen kann man Mats immer. Ich würde dich gerne noch an der Ehre kratzen. Gut, dann spielen wir einfach noch. Nee, aber ich freue mich, ja, ich mache absolut. Ihr seid eingespielt, kommen wir zur Tennis-Challenge. Angelehnt an die Federer-Challenge. Wir zeigen sie euch kurz nochmal, damit ihr wisst, worum es geht. Die Regeln, Ball aus kurzer Distanz gegen die Wand spielen, solange ihr könnt. Eine Minute hat jeder maximal Zeit. Wenn ihr beide eine Minute schafft, dann geht das unentschieden aus. Der Schläger sollte wahrscheinlich nicht flach sein, sondern schon parallel zur Wand. Also die Schlagfläche. Relativ parallel, der Mats macht es gerade. Relativ parallel, genau, genau. Mats, fang du an. Okay, dann 3, 2, 1, los. Oh, warte, ich kämpfe mich rein. Oh, 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 oh. Ja, da kratzt er noch, das glaube ich nicht. Da war es doch schon vorbei. Ja, aber jetzt bin ich drin. Nein! Da war unten. Hier bin ich. Ja. 12 Sekunden sind zu schlagen, wow. Thomas. Ja, da habe ich eine Möglichkeit. Ja, hast du wirklich. Der Favoritenstatus tut mir nicht gut. Ja, warten wir es mal ab. 12 Sekunden sind lang. Vor allem bei mir sind 12 Sekunden länger als bei dir. Bei dir ist das eine gute halbe Minute. Seid ihr soweit, oder? Ja. Also, Thomas, 3, 2, 1 und los. Ja, das sieht gut aus, Moll. Da kann gar nichts schief gehen. Das sieht sehr gut aus, sehr souverän. Ich weiß. Ja, das sieht top aus. Kein Wunder, dass ich beim Tennis gegen dich verloren habe. Ja, im Volley bin ich. Jetzt verliere ich wieder beim Tennis gegen dich. Das ist viel schlimmer als das wiegt schlimmer als die Freude über den Gesamtsieg heute. Aber volieren kann ich. Ja, das stimmt. Kann ich aufhören? Ich glaube, du kannst locker aufhören. Das sieht nach einem Erdruck für dich aus. 30 Sekunden. Jawohl. Und sogar wirkliche 30, keine Müller-Sekunden. Boah. Das Bundesliga-Quiz. Ich stelle euch 7 Fragen zum Abschluss. Wer zuerst 4 richtige hat, gewinnt. Nachdem ich die Frage zu Ende gestellt habe, schreibt ihr eure Antwort auf ein Blatt Papier, aber haltet es noch bedeckt. Ich sage euch Bescheid, wann ihr es zeigen dürft. Ich habe noch kein Papier. Sekunde. Erste Frage. Wie oft seid ihr euch im Klassiker gegenübergestanden? Die Mannschaft oder wir beide? Ihr beide. Wir beide. Explizit auf euch beide. Also wir mussten im Kader stehen, beide. Genau. Ja, ich hab's, komm. Alright. 3, 2, 1, 15 Mats und? 18. 18 Thomas. Es sind 13 Bundesliga-Klassiker. Boah, ja, weil du immer verletzt warst, du. Ich bin ja ein Trottel. Ja, weil ich die... Ohne Sicherheit geht nichts.
Zweite Frage. Wie viele Tore gibt es bisher in der laufenden Saison bis Spieltag 25? Kleiner Tipp, mehr als 100, weniger als 1000. Schätzfrage. Ja, ich müsste es ziemlich genau richtig haben. Moment. Ich hab's. 723. Okay, jetzt wird's richtig gut, weil ich habe 721 aufgeschrieben. Jetzt hör zu, es sind 728. Nein! Oh, ich hab's doch. Oh, Mann! Bundesliga, die DFL, Bundesliga, die ist die Liga mit den meisten Toren im europäischen Vergleich. Dritte Frage. Wie viele Assists hat Thomas Müller insgesamt, seit er in der Bundesliga spielt? Sehr einfach. Muss ich die auch beantworten, die Frage? Ich wäre soweit. Ja. Okay. 141. Oh, wow, ich habe 104 aufgeschrieben. Thomas Müller hat insgesamt in der Bundesliga Assists 149. Boah, was bist du für ein Mensch? Ja. Man nennt mich auch The Postman. Vierte Frage. Welcher Trainer hat die meisten Amtsjahre in Diensten eines Clubs verbracht? Erste und zweite Bundesliga. Otto Rehhagel, Volker Finke, Thomas Schaaf oder Ottmar Hitzfeld? Sekunde. Halt doch mal weg, Thomas. Ja, gut. Wenn er das nicht weiß, dann kann er direkt 3-2 gewinnen. Ich fühle mich irgendwie falsch, aber ich habe trotzdem Thomas Schaaf aufgeschrieben, auch wenn ich irgendwie den nicht überzeugt habe. Gott sei Dank hast du es wieder weggehalten. Nehmen wir Volker. Das stimmt, Thomas. Ja. Volker Finke, der war da 13 Jahre Trainer oder so. 16 Jahre. Letztes Mal habe ich irgendwo gelesen, dass der Herr Streich, dass der erst Halbzeit hat, obwohl der auch schon jetzt ewig dort ist. Es steht 3-1 für dich, Thomas. Wenn du die nächste Frage richtig beantwortest, dann gewinnst du dieses Spiel. Seitdem du die Brille aufhast, läuft's. Wie viele Zweikämpfe? Dann gehen wir nämlich ins letzte Spiel dann noch. Fünfte Frage. Ja. Wie viele Zweikämpfe hat Mats Hummels, seit er in der Bundesliga spielt, bestritten? Das ist viel schwieriger als das mit den Assists. Da wurdest du jetzt benachteiligt. Antwort A, 1242 Zweikämpfe. Antwort B, 8219. Antwort C, 5891. Oder Antwort D, 14522. Boah. Wenn er ins Leere gegrätscht ist, zählt das auch als Zweikampf? Aber die drei kannst du ja, die drei machen den Braten nicht fett. C, 8000er. Der 8000er. Mats hat sich selber richtig eingeschätzt. Du hast recht. Yes! Aber ich also, doch auch. Nee, ich habe 5000 genommen. Ach so, ja, sorry. Ohne Brille, da bin ich nur die Hälfte wert. So, nächste Frage, come on. Wie viele Tore fielen in der Bundesliga seit 1963? Kleiner Tipp, es sind mehr als 10.000 und weniger als 100.000. Seit wann? Hallo? Seit 1963. Darf ich hier rechnen auf dem Blatt? Darfst du gerne. Dankeschön. Ich müsste es haben. Ich noch nicht so ganz. Moment. Ich muss hier vier Zahlen mal rechnen. 48.367. Ich bin bei 55.000 ungefähr. Ich glaube, es sind 51. Den Rechenweg möchte ich doch verbergen. Der ist ein bisschen peinlich. So. Also, es sind 52.951. Damit ist Mats näher dran. Boah, yes. Ich hätte auf die 51 gehen sollen. Also, siebte Frage. Wie oft hat der BVB den FCB seit 1963 geschlagen? Bei 101 Spielen bisher. In der Bundesliga? Ja. Aber gut, wenn du allein die Spiele in München rausrechnest, musst du ja schon mal 50,5 Heimsiege für Bayern reinrechnen. Ja, okay, jetzt wird's natürlich... es sind 25 BVB-Siege. Boah, doch nur 25. Und ihr habt beide 32. Ich hätte noch einen Joker. Wer ist der historisch seit 1963 jüngste Spieler, der direkt des Platzes verwiesen wurde? Blatt Rot. Boah. Multiple-Choice-Frage. Kevin Prinz Boateng, Maurizio Gaudino, Stefan Effenberg oder Sven Bender? Das ist eine Fangfrage. Dass der Sven da dabei ist, das riecht fast nach Sven Bender. Der Sven ist eine fiese Reinnahme, ne? Ja. Maurizio Gaudino wohnt bei mir in der Nähe. Der ist so ein netter Kerl, du. Der kann es fast nicht gewesen sein. Maurizio Gaudino habe ich. Ich habe den Effe genommen. Dann gewinnt Thomas Müller dieses letzte Spiel, das Quiz, weil Maurizio Gaudino die richtige Antwort ist. Mit 17 Jahren, 371 Tagen. Insgesamt geht euer
Duell dann heute 3-2 für Mats aus. Danke, Mull. Tut gut, die Nummer. Mal ein bisschen rankommen gegen dich da. Nee, cool. Servus. Ciao.